Ich habe mir 2,8 Hektar Land in Portugal gekauft. Und in diesem Video überspringen wir mal das Thema Straße reparieren. Wir fangen direkt mit dem Thema dieses Videos an. Wie starte ich ein Airbnb-Business für Camping? Dieses Video wird dann also mehr oder weniger ein reines Bauvideo. Ein ausführliches Video zum Thema Kosten, Finanzen und alles Mögliche rund um Airbnb kommt in einem anderen Teil. Und das soll auch kein reiner Airbnb-Platz hier sein, sondern ein Gästebereich allgemein für meine Familie, für Freunde, eventuell Volontäre. Wahrscheinlich werde ich hier mindestens ein halbes Jahr wohnen, aber ich habe noch Haufen Arbeit vor. Und um den Druck zu erhöhen, habe ich für Freitag Freunde hier zum Essen eingeladen und bis dahin muss alles fertig sein. Das heißt, ich habe 4 Tage Zeit, diese Küchenzeile endgültig fertig zu machen und außerdem noch eine Sitzgelegenheit mit Tisch, wo wir auch essen können. Und meine Follower kennen es natürlich. Ich versuche alles aus Naturmaterialien zu bauen, was ich hier von meinem eigenen Land habe. Ich habe hier schon mal Materialien gesammelt, Eichenstämme, Eukalyptusrinde und Kiefernstämme. Und außerdem werde ich wahrscheinlich noch teilweise Paletten benutzen. Dann fangen wir gleich mit der Küchenzeile an und machen die jetzt fertig. Ich will hier noch ein Fach haben, um meine Töpfe, das ganze Geschirr zu lagern. Ich will ein Fach haben für Gewürze, damit das Kochen einfacher ist. Und da ich ein autarkes Leben anstrebe, will ich gleich noch eine kleine Zeile haben, um geerntete Samen direkt aussehen zu können. Jetzt heißt es erstmal das Material zusammensuchen, zusammenschneiden. Dann muss es entrindet werden und dann kann ich es erst montieren. Da hat doch tatsächlich während der Timelapse der Akku aufgegeben und die Datei ist kaputt gegangen. Ich habe jetzt hier so 2 Fächer gemacht. Hier will ich meine Samen reinschmeißen, damit die dann hier schön wachsen können. Hier habe ich meine Gewürze. Hier habe ich jetzt Platz für Töpfe, ein paar Nägel, dass ich hier Sachen aufhängen kann. Und ja, Windschutz will ich noch machen, damit hier kein Wind durchgeht. Aber ich würde sagen, wir machen morgen weiter. Und einen wunderschönen guten Morgen. Der Wetterbericht hat leider sehr schlechtes Wetter für heute angekündigt. Würde ich sagen, wir beginnen den Tag ganz gemütlich und gehen erstmal Baumaterial zusammensuchen. Also ich will hier auf jeden Fall noch einen Windschutz machen. Dafür würde ich gerne Eukalyptusrinde sammeln, sowas wie das hier, und dann gerade von außen anbringen. Dann möchte ich einen Tisch bauen. Die Tischbeine habe ich schon Eichenstämme. Also ich will den Tisch schon möglichst stabil haben, deswegen nehme ich da eher härteres Holz. Bei mir auf dem Land habe ich Kiefer, ich habe Eukalyptus, ich habe Eiche und ganz viele Obstbäume. Und wir gucken jetzt mal, was hier alles so gibt. Gemütlich den Tag starten, hat er gesagt. Das war jetzt schon sau anstrengend und ich habe mir wahrscheinlich 20 Zecken eingejagt. Aber jetzt erkläre ich euch ein bisschen was über die Baumaterialien. Ich habe gerade 3 Stunden lang ein Video nur über Eukalyptus gedreht. Das heißt, genaue Informationen zu den Materialien gibt es in einem anderen Video. Ich verlinke es euch am Ende. Jetzt geht es weiter mit dem Bau. Ich möchte jetzt einen Windschutz machen oder eine Art Wand, sage ich mal, und habe dafür Eukalyptusrinde gesammelt. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal schöne Stücke zurechtschneiden, die sehen teilweise so aus und sind nicht wirklich nutzbar. Und dann kommt das alles an die Wand. Oh, also diesen Bereich will ich windgeschützt haben, damit die Gasplatte vor allem keinen Wind abbekommt. Das heißt, ich mache das jetzt nur bis hierhin dicht und dann beobachte ich in der Zeit, ob das hier oben stört. Und da habe ich diese wundervolle Rinde gefunden. Und die kommt jetzt hier ran mit solchen Zaunnägeln. Ich versuche es jetzt mal mit Nägeln, die klemmen wollen nicht richtig.
das war doch mal ein Gepfusche. Ich habe wahrscheinlich mehr Nägel benutzt, wie andere für ein ganzes Haus brauchen. Und ja, testen wir mal, wie es funktioniert. Ich mache mir einen Kaffee. Ich habe jetzt hier direkt meine Behälter, wo ich den Kaffeesatz reinmachen kann. Hier könnte ich dann direkt in dem Kaffeesatz aussehen. Und ja, aber jetzt kommt der Windcheck. Hört ihr den Wind? Es windet auf jeden Fall und es ist viel, viel besser. Jetzt kommt der Essensbereich. Hier will ich einen Tisch haben. Dafür muss ich den Bereich aber erstmal sauber machen, damit ich mir eine flache Fläche machen kann, damit wir hier sitzen können. Da ist echt so ein Ding, da unterschätze ich jedes Mal, wie viel Aufwand das ist. Ich habe jetzt hier einen mickrigen Bereich, aber ich denke, ich habe jetzt einen guten Grund, die ganzen toten Bäume hier zu benutzen. Und ja, meine Freunde haben ja auch geschrieben, ich habe jetzt noch mehr Druck. Anstatt Freitag wollen sie jetzt übermorgen schon kommen. Das heißt, ich muss morgen hier einen fertigen Essbereich haben. Dann würde ich sagen, ich gucke mal, wie der Regen ist. Ich stelle ich auf die Seite, mache eine Timelapse an und baue hier eine Terrasse. Schwierig bei so einem Wetter zu filmen und zu arbeiten. Zum Glück habe ich hier ein Dach. Ohne das hätte ich jetzt nicht filmen können. Aber ja, wir machen morgen weiter. Dann sehen wir uns an Tag 3. Neuer Tag, neues Glück. Werkzeug ist geschliffen. Jetzt können wir an den Terrassenbau. Einen wunderschönen, wunderschönen guten Morgen. Ich war gestern bei Regen hier noch ein bisschen fleißig. Ich wollte es eigentlich nur mal testweise hinlegen. Aber ich denke, so sieht es recht gut aus mit der Terrasse jetzt. Ich habe es jetzt deutlich größer gemacht. Das heißt, ich habe mir jetzt deutlich mehr Arbeit gemacht, weil das muss ich jetzt alles noch mit Erde auffüllen. Meine Mission für heute ist, jetzt erstmal Erde zu sammeln. Das heißt, ich muss hier irgendwo einen guten Ort finden, wo ich viel Erde habe. Dann will ich so Grass Patches, so Gras-Vierecke mir irgendwo raushacken und dann auf die Erde oben drauf machen. Ich habe jetzt schon mal die Pfeiler gestern gesetzt. Also ich habe hier wirklich gar keinen tiefen Boden. Das sind vielleicht 30 cm. Deswegen habe ich richtig dicke genommen. Das Gute ist, im Endeffekt die Terrasse, da wirkt die Schwerkraft 90 Grad senkrecht nach unten. Das heißt, die Gefahr, dass es runterrollen sollte, sehe ich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt hier alles schon mal ordentlich mit Stöcken aufgefüllt. Ich will die Äste noch ein bisschen loswerden, dann ein bisschen mit Erde auffüllen und ganz am Ende dann noch die Graspatches drüber. Der erste Meilenstein ist erreicht. Jetzt waren 2,5 Stunden richtig harte Arbeit. Ich glaube, 6 Schubkarren waren es insgesamt. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. Aber ich will jetzt erstmal den Tisch bauen, gucken, wie das mit dem Platz ist. Aus diesen toten Bäumen eventuell eine Bank machen. Aber ja, jetzt heißt es erstmal Tisch bauen. Für den Tisch habe ich mich als Konstruktionsmaterial für Eiche entschieden. Und weil ich jetzt nichts Spezielles, Außergewöhnliches will, mache ich es einfach schnell und gemütlich. Ich entrinde die nicht, ich lasse die so. Und als Tischplatte habe ich mir das hier gebaut aus kostenlosen Paletten und einem kostenlosen Rahmen. Das heißt, ich kenne einen Bauhändler, der sowas verschenkt. Und wenn man jemanden kennt, der auch noch Paletten verschenkt, kann man einfach die Bretter abmachen, draufnageln, zurechtsägen und schon hat man eine Tischplatte. Hey, voilà, hab's jetzt doch ein bisschen stabiler gemacht, wie ich geplant habe. Ich hoffe, mein Akku hält. Hey, voilà, richtig, richtig geil. Oh mein Gott, Leute, absoluter Life-Changer. Ich kann es kaum abwarten, bis die Woche vorbei ist. Ich bin richtig kaputt, aber ich habe jetzt einen Tisch. Ich finde den noch ein bisschen zu hoch, den Tisch. Hier könnte ich jetzt noch ein Regal hinmachen. Hier müssen noch Sitzgelegenheiten hin, aber ich genieße jetzt erstmal die neue Küche. Und das Kochen wird angenehmer und angenehmer. Also auch der Windschutz scheint recht gut zu funktionieren. Das heißt, wir kochen jetzt was. Und das Geile ist, ich kann jetzt jederzeit mir die Samen hier ernten und alles, was ich immer esse und lecker finde, direkt hier aussehen.
Den Bereich hier zum Spülen muss ich auf jeden Fall noch ausbessern. Das heißt, hier soll ein Dach hin, dass ich da spülen kann, aber da funktioniert das auch erstmal so, deswegen hat es keine Priorität. Der Endspurt, der letzte Tag. Heute will ich hier alles fertig bekommen. Ich will hier jetzt noch Sitzbänke hinmachen aus den alten Stämmen, die hinter mir sind. Und will den Tisch noch ein bisschen kleiner machen, damit ich hier sitzen kann und gescheit essen kann. So eine Naturbank habe ich nie gebaut. Ich stelle mir das extrem einfach vor, aber ich sammle erstmal Ideen und schaue mir ein YouTube-Tutorial an. Also der Stamm ist komplett zerrottet und zerfressen. Hier sind richtig große Löcher und das ist auch, ich kann hier mit dem Finger rein. Seht ihr das? Ich probiere es trotzdem mal aus. Jetzt habe ich das Problem, meine Kettensäge geht nicht mehr an. Ist vielleicht noch ein bisschen zu kalt oder die Ölmischung ist nicht richtig. Aber ich habe hier jetzt einen Haufen aufzuräumen. Ich will alles Material jetzt gucken, dass ich das irgendwie verwende. Ich habe hier Aufschieberitis gehabt. Und zwar will ich hier den Baum noch beschützen, dass die Hängematte hier nicht die Rinde abkratzt. Das heißt, ich schütze das jetzt und dann hoffe ich, dass die Kettensäge wieder angeht. So, dann gucken wir mal, ob die Kettensäge Das ist so frustrierend gerade. Ich habe jetzt extra komplett aufgetankt, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich jetzt heute viel mit der Kettensäge arbeiten werde. Okay, der Stamm ist deutlich zu gammelig. Wir gucken jetzt mal, wie die hier sind. Deutlich besser. So, der Magen knurrt, ich will frühstücken. Das heißt, wir kürzen jetzt noch die Beine von dem Tisch. Viel besser, yeah! Der Tisch hat jetzt eine ordentliche Höhe, ich denke, so ist es recht gut, aber die Sitzbänke sind noch viel zu niedrig. Das ist wie eine Kniebeuge, die ich da machen muss. Das heißt, ich suche mir jetzt erstmal nochmal einen neuen toten Stamm mit größeren Durchmesser und hoffe dann, dass alles passt. So, ich bin gerade bei meinem Baumhändler meines Vertrauens, worauf ich immer sehr, sehr viel achte, ist, dass die Bäume immer draußen stehen. Das heißt, sie sind wetterbeständig, weil bei so Läden, wo die Bäume drin sind, man pflanzt sie dann draußen rein, kann sein, dass sie darunter leiden. Hier schon mal ein Pfirsichbaum. Boah, Leute, ihr seid der absolute Wahnsinn. Ich bin hin und weg von euren Kommentaren und euren Spenden und euren Reaktionen vom letzten Video. Bevor ich euch zeige, was ich mit euren Spenden gemacht habe, zeige ich euch das Endergebnis. Ich bin jetzt vorerst mal fertig und bin bereit, Freunde hier einzuladen. Und ja, das größte Meisterwerk. Oh mein Gott, ich kann gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin. Das ging jetzt alles so schnell eine Woche und jetzt habe ich plötzlich sowas.
Hier habe ich schon Paprika keimen lassen. Schöne Stelle zum Geschirrspülen. Hier habe ich noch ein bisschen was. Und ja, der Tisch, mega gut. Der ist sehr, sehr stabil. Und die Bänke, die sind komplett verrottet. Ja, ich denke, 10 Jahre müssten die trotzdem überleben, aber ja, sollte so passen. Und auch hier habe ich noch jede Menge Baumaterial. Also Totholz ist jetzt nicht mein Lieblingsbaumaterial, aber wie sagt man, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hier soll eine Lagerfeuerstelle sein, damit meine Gäste hier schön gemütlich Lagerfeuer haben sollen. Hier vielleicht noch eine Terrasse. Habt ihr noch irgendwelche kreativen Ideen? Was würdet ihr wollen, wenn ihr mich besuchen kommt? Dann kommen wir jetzt zu euren Spenden. Ich habe mir ganz genau aufgelistet, was ich ausgegeben habe. Spende Nummer 1, schon von einer Woche vorher, ein Apfelbaum. Spende Nummer 2 hat mich echt weggehauen. Also ihr kennt mich wirklich, ihr wisst wirklich, was ich will. Und ja, was habe ich gekauft? Einmal schönes Fleisch für meinen Hund, mega, mega geil. Und ein Bier. Ich bin ein Gauner, ich hole mir extra ein großes Bier. Stand nicht da, was für welche Größe. Und Rest für dich wurde ein Pflaumenbaum. Und lieber Felix, dass du an meinen Hund mitdenkst, das finde ich so, so geil. Ich habe schon mal vorgekocht. Hühnchen mit Reis und ein bisschen Karotte. Der wird sich so freuen. Oh mein Gott. Der wird happy sein. Da kriegt ja sogar ich Hunger. Ja, du willst nur das Fleisch. Riechst du das schon? Riechst du das schon? Oh. Was ist das? Senta? Damit der Pata? Teta? 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 Ja, Teta, komm mal. Ja. Bon Appetit. Danke, 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 lieber Felix. Hat das geschmeckt, hm? Dann die nächste Spende. 25 Euro für... Tada! Kaffee, 2,80 Euro. Bier, 4,20 Euro. Nicht nachmachen. Dann 10 Euro Internet und für 8 Euro mein Lieblingsbaum, der Pfirsich. Dann die nächste Spende. Erstmal vielen, vielen Dank für das Lob. Also ich bin selber fasziniert, wie das Video wurde und ich versuche euch ab sofort wirklich so richtig guten Content zu liefern. Das heißt nicht nur beim Drehen, sondern auch beim Videoschnitt. Also vielen, vielen Dank. Du hast nichts dazu geschrieben, von deinem Geld habe ich mir das hier gegönnt. Also mir ist es sehr wichtig, dass ich all eure Spenden eigentlich in das Land rein investiere. Das mit dem Bier, Kaffee und so weiter, mega, mega, mega geil. Das gönne ich mir auch sehr gerne. Aber nichtsdestotrotz, euer Geld will ich immer in Bäume investieren. Deswegen jede 10 Euro Spende gibt immer einen Baum hier. Und ja, lieber Dirk-Jan, was habe ich mir von deinem Geld geholt? Einmal Blumen für die Permakultur, für die Vögel und für mich, fürs Auge. Die sind wunderschön. Dann ein Veredelungsmesser. Ich will diesen Eichenbaum mit einer Kastanie veredeln. Und da habe ich mir für 5 Euro dieses Messer geholt, für 2 Euro die Blumen. Und ich habe mir was gegönnt. Ich habe mir mal diese Kekse hier gegönnt. Das waren 10 Euro und mit den restlichen 10 Euro habe ich mir einen Aprikosenbaum gekauft. Und dieser Aprikosenbaum kam von dem Wunsch meines ersten Kanalmitgliedes. Weil ab sofort dürfen meine Kanalmitglieder bei all meinen Projekten mitwirken. Für die erste Stufe beantworte ich auf jeden Fall all eure Kommentare. Mittlerweile werde ich überflutet von euren geilen Kommentaren und habe leider nicht mehr die Kapazität, allen zu antworten. Aber meine Kanalmitglieder Stufe 1 kriegen immer eine Antwort. Kanalmitgliedschaft Stufe 2. Ihr dürft mitwirken bei den ganzen Projekten. Das heißt, ich werde immer mal wieder meine Ideen zeigen und ihr dürft dann mitbestimmen. Ich werde euch fragen, was für Ideen habt ihr und ihr könnt dann aktiv mitentscheiden, was ich hier mache. So wie dieser Bereich. Ich möchte hier einen schönen runden Kreis machen mit wahrscheinlich 4 oder 6 Bäumen im Kreis. Und der erste Baum wurde auserwählt. Das ist der Aprikosenbaum auf Wunsch des Kanalmitgliedes. Klicke also gerne auf den Button Mitglied werden und suche dir deine Mitgliedschaft aus. Den Spendenlink zu meinem PayPal-Spendenkonto findest du auch in der Videobeschreibung sowie alle weiteren Links.
Wenn dich das Video interessiert, wo ich die Spenden erhalten habe, dann kannst du es dir hier anschauen. Wenn dich mein Garten interessiert, wie ich den gestalte, habe ich dir hier eine Playlist erstellt. Und dann hoffe ich, ein Abo von dir zu bekommen, ein Like, und dann sehen wir uns bald wieder. Euer Robin.